Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghund. Guten Morgen. Wir durchqueren heute Gran Canaria, sind hier im Zentrum vor dem Rathaus, es ist hinter uns von Teror und jetzt geht's rüber Richtung Playa del Inglés über den Pico de las Nieves. Wir sind schon richtig gespannt und freuen uns auf einen großartigen Tag. Viel Spaß mit diesem Video. Die ersten Meter raus aus Teror. Hier sieht man die Ortschaft, ein kleines Städtchen. Sehr hübsch mit so Holzbalkonen im Zentrum und am Wochenende gibt es einen Markt. Heute ist Samstag, aber wir sind noch früh dran. Sind dem Trubel noch etwas ausgewichen. Ganz hinten sieht man so ein bisschen im Dunst die Küste mit Las Palmas. Jetzt sind wir schon auf gut 600 Meter, also richtig in den Bergen. Und wir hoffen, die Wolken verziehen sich noch. Heute soll es richtig schön werden. Gestern waren wir im Regen unterwegs. War ziemlich eklig, ziemlich kalt, aber heute ist es schön. Jetzt geht's weiter. Wir haben noch einiges vor uns. Wir wollen heute rauf auf den Pico de las Nieves. Das ist der höchste Punkt hier der Insel. Auf 1950, glaube ich, ist der Gipfel. Jetzt sind wir auf 650, knapp 700 Meter, also noch ein ganzes Stück. Aber läuft gut. Und durch die Wolken ist es ein bisschen kühler heute. Und deswegen kommen wir ganz gut bergauf. Naja, etwas wärmer dürfte sein, hat 13 Grad gerade. Ha, langsam kommt die Sonne raus. Ist jetzt recht angenehm. Oh, wir sind schon auf rund 900 Meter. Vegetation ändert sich immer so ein bisschen. Hier wirkt es manchmal ein bisschen herbstig, weil es Laub herunten ist, aber auf der Insel ist das ganze Jahr Frühling. Wahrscheinlich nur so eine Wachstumspause, wie auch immer. Temperatur ist perfekt, macht richtig Spaß. Und der Verkehr hat deutlich abgenommen, ist wenig los. Obwohl es die Hauptstraße ist, das ist wirklich toll. Ah, ich habe Respekt, wir haben beide Respekt. Wir haben noch 1000 Höhenmeter vor uns, kaum zu glauben. Wir sind schon richtig in den Bergen. Aber geht noch sauber hinauf. Jetzt genießt man die Auffahrt und die Aussicht. Und hier geht es weiter, diese kleine steile Straße hoch. Boah, ganz schön steil. Es geht weiter bergauf, zum auf gut 1100 Meter. Auf zum Glück der kleinen Nebenstraße mit wenig Verkehr. Sehr angenehm und die Sonne ist da. Schatten ist ganz schön kalt, aber in der Sonne richtig heiß. Boah, ganz schön Rampen hier zwischendurch. Aber super schön. Man sieht nicht, wie steil es ist. Sind hier gut 14%, würde ich sagen. Sehr schlechter, holpriger Asphalt. Aber die Aussicht entschädigt doch. Interessant, wie die Wolken hier immer noch ranbranden. Hier oben ist sonnig. Es wird immer klarer. Die Luft ist richtig gut. Und unten sind noch Wolken. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter. Gut 1200 Meter sind wir hier und wir genießen es. Echt? Thank you.
wieder ein flacheres Stück, aber wunderhübsch. Jetzt sind wir oben hier in dieser Baumzone auf 1700 Meter. Ein landschaftlicher Traum. Nur der Verkehr dürfte weniger sein. Die letzten 200 Höhenmeter. Dann reicht's auch. Das steht schon geradeaus. Pico de las Nieves. Man sieht, dass hier gebrannt hat. Die Stämme sind alle verkohlt von diesen Kiefern hier. Ein Auflauf ist es jetzt. Letzten Kilometer hier hoch. Aber jetzt haben wir es gleich geschafft. Dann reicht aber auch. Einfach zu viel Verkehr. Ah, zwischen den Bäumen sieht man schon diese Kugel und das ist auch der Gipfel. Gleich sind wir drum. Noch 150 Meter. Das wäre der Blick Richtung Las Palmas, aber man sieht nichts, weil alles voll Wolken ist. Zum Glück haben wir hier Sonnenschein. Und es geht bergauf. Immer noch, immer noch. Jetzt sind wir gleich auf 1800 Meter. Nimmer lang haben wir es geschafft. Die allerletzten Meter zum Pico de las Nieves. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Kann Judith jubeln. Wow! Also den Ausblick hier, den zeige ich euch gleich. Der absolute Wahnsinn. Geht's noch besser? Blick auf Teneriffa und den Roque Nublo. Und wir sind oben. So gut wie. Mit Kiosk. Ein Wahnsinn. Wir sind oben. Blickrichtung, was ist denn das? Nordwesten, auf jeden Fall. Sieht man ganz am Horizont den Teide auf Teneriffa. Und in der Mitte vom Bild der Roque Nublo. Ein Traum. Wir haben es geschafft, sind oben am Pico de las Nieves. Ein Riesenauflauf. Jetzt machen wir ein Foto und dann geht es wieder runter, wo es ein bisschen ruhiger wird. Oh ja. Aber war schön, oder, die Auffahrt? War ganz schön, ein bisschen viel Verkehr. Aber der Ausblick ist echt lohnenswert. Wahnsinnsauffahrt nochmal. Hoffentlich der letzte Gegenanstieg.
Meter Richtung Küste, Richtung Mas Palomas, durch dieses wunderschöne Tal hier. Ja, Judith, unsere Tour ist fast vorbei. Wie hat es Ihnen gefallen? Super, einfach klasse. Einmal von der Küste hoch zum höchsten Punkt auf über 1900 Meter und jetzt wieder runter zur Küste. Und dann noch ein kurzes Bad im Anschluss und ja, dann ist ein toller Tag zu Ende. War eine großartige Tour, fast schon episch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also was echt heftig ist, ist der Verkehr und auch die Straßen sind echt rau. Also ich bin echt froh um die Dämpfung. Die Fahrräder haben sich auf jeden Fall bewährt. Das würde ich genauso sehen. Zum Glück sind auch ein bisschen breitere Reifen diesmal montiert gewesen. Und ja, hat alles gepasst. Waren ein paar wunderbare Tage und heute noch ein krönender Abschluss.